Heute geht es um das unglaubliche Comeback von Brawl Stars, der Aufstieg des Spiels, dann der komplette Abstieg bis hin zum heutigen Hype und was alles in der Zeit passiert ist und was daran schuld ist, schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Am 15. November 2018 kommt die große Ankündigung. Brawl Stars hat es geschafft, hat die Beta überstanden und geht global in die App Stores. Spiele auf der ganzen Welt haben auf diesen Moment gewartet und der Hype ist schon ziemlich ordentlich, vor allem wenn ihr an diese geilen Animationen aus der Anfangszeit, zurückdenkt. No time to explain. Diese Animation ist auch damals direkt entstanden. Und so habe auch ich von Anfang an direkt unbedingt Brawl Stars spielen wollen. Und so kommt auch der allererste Brawl Talk im Dezember 2023. Und bis heute muss ich wirklich sagen, sind diese Brawl Talks aus meiner Sicht ein großer Grund für den Erfolg des Spiels. Updates werden mit großem Hype verkündet, so auch der neue legendäre Brawler Leon oder auch vieles mehr. Und wir schauen uns natürlich jetzt genau an, wie es dazu gekommen ist, dass Brawl Stars eben diesen unfassbaren Hype aufbauen konnte. Anfangs gibt es nämlich nur 20 Brawler. Das Potenzial ist also riesig. Geile neue Charaktere einzufügen und die neuen Brawl Talks sorgen dementsprechend für richtig viel Aufmerksamkeit und Hype. So bringe ich auch einen Freund aus der Schule dazu, dass er unbedingt seinen Brawl Stars Account starten soll. Doch 2019 lässt das Interesse für Brawl Stars erstmal nach. Ein Update, was trotzdem sehr im Kopf geblieben ist, ist natürlich Rosa, der neue Brawler. Ein seltener Brawler, den jeder bekommen konnte und der mit Abstand der stärkste Brawler im Spiel war. So erreicht Brawl Stars den niedrigsten Stand seit Release. Und dann kommt zum Glück der Bibi Brawl Talk. Den sehen wir hier, Bibi kam eben raus. Und tatsächlich war aber auch dieser Brawl Talk nicht so wirklich gehypt, aber hat dem Spiel schon mal etwas weitergeholfen. Und es geht darum, dass das Spiel, also Brawl Stars, erstmal überleben muss. Also nicht gelöscht wird, wie der, was bei vielen Supercell-Spielen natürlich passiert ist. Doch dann kommt der große Brawl Talk im Sommer. Wir bekommen Tick als neuen Brawler. Und vor allem, das war sehr entscheidend, zum ersten Mal diese Mecha-Roboter-Skins in Brawl Stars. Die sind bis heute sehr gehypt und haben dem Spiel unfassbar geholfen. Und ab dort ging es zum ersten Mal richtig langfristig bergauf für das Spiel. Und Starpunkte wurden auch eingeführt. Damit war die Zukunft von Brawl Stars erstmal gesichert. Wenn ihr übrigens auch die Zukunft von Brawl Stars nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ich werde weiterhin sehr viel Brawl Stars bringen. Es kam nämlich zum ersten Mal das große Weihnachtsupdate mit Gratisgeschenken und vor allem Bee und Max als neue Brawler, die auch absolut geil und gehypt waren. Und so starte ich Anfang 2020 einen eigenen Kanal nur für Brawl Stars. Und es geht unfassbar weiter, denn direkt einen Monat nach dem großen Dezember Brawl Talk kommt schon das nächste Update mit Mr. P, den ich übrigens auch direkt auf Rang 35 gepusht habe. Aber durchgezogen. Dann im März ging es direkt weiter. Der neue Brawler Jackie kam raus. Und das Geile bei Jackie war nicht nur, dass sie einen ziemlich interessanten neuen Angriff hatte und leicht zu spielen war, sondern vor allem, dass Jackie einfach ein super seltener Brawler ist und damit für jeden einzelnen Brawl Stars Spieler locker freizuschalten ist. Ein unfassbarer Hype, der aber noch krasser wurde durch die PSG Challenge. Und in dieser Challenge, dazu kommen wir gleich, oder ich zeige es euch am besten direkt kommen, haben sie einfach, wir sehen hier Julian Draxler, wenn ihr den kennt, aber vor allem haben sie... Junge, sie haben Neymar drin gehabt. Und sogar Mbappé haben sie auch einfach Brawl Stars spielen lassen für die Kampagne. Das ist schon krass, ne? Aber das Wichtigste, es wurden Gadgets eingeführt. Und das war insane. Neue Fähigkeiten für jeden Brawler, mehr Skill im Spiel, weil man eben auch mehr Möglichkeiten hatte. Und natürlich einfach super spannende Fähigkeiten. Unter anderem natürlich der Stun von Nita von Bären. Das Jackie-Gadget, mit dem sie schneller werden kann. Bo mit seinem Gadget, mit dem er die Ult aufladen kann. Das war so unfassbar geil fürs Spiel. Aber dann kommt das Entscheidendste. Bis heute das entscheidendste Update für Brawl Stars. Man sieht es zumindest am Hype von Brawl Stars. Es ist nämlich die Einführung des Brawl Passes. Wie ihr vielleicht wisst, ich habe meinen eigenen Creator-Code. Den könnt ihr auch ganz rechts im Code im Shop eingeben. Und zwar Code JoJonas. Ist völlig kostenlos. Danke für jeden Support. Der erste Brawl Pass war zwar noch relativ leer, aber es war natürlich unfassbar viele geile Belohnungen, die man mit Quests freischalten konnte und den Pass auch sehr leicht bekommen konnte. Und das war natürlich einfach nur unglaublich. Dazu auch die neue Seltenheit, und zwar chromatisch. Wobei Gale tatsächlich bis heute gar nicht mal so gehypt war. Es ging natürlich eher vor allem um den neuen Pass und die ganzen Inhalte. Und tatsächlich hat sich zumindest bei uns die ungefähre Zahl verdreifacht der Spieler. Also der Zuschauer bei uns auf den Kanälen zu dem Zeitpunkt. Verdreifacht einfach, hä? Das Update kommt ins Spiel. Es sind Wartungsarbeiten. Die Server sind dementsprechend offline. Und die deutschen Brawl Stars YouTuber mit mir zusammen haben insgesamt 100.000 Live-Zuschauer gehabt. 100.000. Das ist wirklich
unfassbar krank. Es geht rein in die Sommerpause mit dem Sommer der Monster und natürlich dem neuen Brawler Surge. Dazu zum ersten Mal auch einen weiteren exklusiven Skin im Pass und auch mehr Belohnungen im Pass, was natürlich auch schon mal geil ist. Ich glaube auch mehr Stufen. Und natürlich dieser riesige Dinosaurier, der bis heute nicht so gut ankam. Ich fand ihn eigentlich ganz witzig, sage ich sogar ehrlich, als er rauskam. Aber ja, es war unfassbar gehypt auf jeden Fall. Lukas, den ich ja zu Brawl Stars geraten hatte, ist inzwischen komplett explodiert. Und jetzt wird es geil, denn Lukas hat mir natürlich auch extrem viel in Brawl Stars geholfen, hat mich zum Beispiel auch mit den ganzen YouTubern connected und so konnte ich auch Opening-Battles aufnehmen oder ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, wie man die Dinger schneidet und dann kam dieser Moment hier. 9 verbleibende Gegenstände, ich wusste nicht, was genau das bedeutet. Die haben, wir müssen mal kurz mal hier, Junge. Was? 9 verbleibende! Ja, ich wusste halt nicht, was das bedeutet. Ich war der Erste weltweit und dieses Video hat bis heute fast 3 Millionen Aufrufe und hat mir 18.000 Abonnenten eingebracht und damit war das natürlich für mich der komplette Aufstieg für meinen Kanal. Absolut, absolut krank. In dieser Zeit hat natürlich Brawl Stars seine absolute Hochphase. Für viele Spieler ist es bis heute der krasseste Hype. Von den Zahlen ist es nicht der krasseste Hype sogar, aber ey, diese Animation von Piper damals, das war schon ein geiles Feeling, sage ich ehrlich. Diese Piper-Animation, als die rauskam. Oder auch diese Barley-Animation, die war auch absolut geil. Die haben bis heute jeweils 200 Millionen Aufrufe. Ich glaube, die wurden auch aus Werbung geschaltet. Also Brawl Stars ist komplett in die Offensive gegangen, Junge. Paris mit Neymar, Mbappé, dann noch Barley, Piper, geile Updates. Aber erstmal Sommerpause jetzt. Und damit kommen wir aus der 2-monatigen Sommerpause zurück und zwar tatsächlich mit Ember. Ember war aber irgendwie nicht so sehr gehypt. Sie war nämlich ein legendärer Brawler und tatsächlich, ja, konnten sie damit eben die meisten gar nicht erst freischalten. Aber an sich war Ember, finde ich, eigentlich schon cool. Und nicht zu vergessen sind diese legendären Openings. Ihr seht hier meine Reaktionen, die alle YouTuber immer gemacht haben, natürlich auch, wenn man versucht hat, die neuen Brawler direkt zu ziehen, zum Beispiel auch mit gesparten Boxen. So, hier seht ihr nochmal einfach meine Reaktion. Ich war jetzt nicht der lauteste. Das ist schon so meine lauteste Reaktion, glaube ich. Aber ihr wisst, wie es dann sich so bei Lukas oder den anderen angehört hat. Aber das Wichtigste ist das hier, denn Mapmaker wurde in Brawl Stars eingeführt. Bis heute würde ich behaupten, vielleicht sogar, man kann sich darüber streiten, auf jeden Fall Top 3 Features im Spiel. Vielleicht sogar das wichtigste Feature, was sie je eingeführt haben. Aber ihr müsst euch überlegen, man konnte die ersten Monate nämlich Trophäen in Mapmaker pushen. Das Problem war, dass viele Maps halt einfach zu leicht zum Trophäen pushen waren, aber ich habe das so geliebt. Das war so geil, wirklich. Ich würde mir fast wieder wünschen, dass sie mal wieder einführen würden, aber es hat halt auch so ein bisschen natürlich die Trophäen, das Trophäensystem zerstört, weil man halt in Mapmaker einfach totale random Maps hatte, auf denen man sehr schnell pushen konnte. Auf meinem Kanal war der Hype unglaublich, aber tatsächlich insgesamt gingen die Brawl Stars-Zahlen erstmal wieder ganz schön ordentlich runter. Unter anderem sehen wir Lou, der rauskam, der zum Beispiel nicht so gehypt war oder nicht so gut ankam. Sag ich ehrlich, verstehe ich. Ich mag ihn auch nicht so, ein bisschen nerviger Brawler, ne? Aber Mapmaker wurde halt immer weiter angepasst und verbessert, ne? Also das auch long-term gesehen, super wichtige Updates. Und dann kam es aber, das große Dezember-Update 2020. Das entscheidende Update für Brawl Stars immer mit 2 neuen Brawlern, weil dann wird natürlich immer alles bestimmt, was in den nächsten Monaten passiert. Und man sieht wirklich, wie krass abhängig man wirklich von diesen Brawl Talks ist und wie viel Einfluss das hat, ne? Diese Gratisgeschenke, wie entscheidend die sind. Oder hier eben auch Byron, wobei Byron gar nicht mal so gehypt war, die Gratisgeschenke halt vor allem. Dann natürlich viele coole neue Skins, sogar eine Duo-Showdown-Challenge mit, das müssen wir mal wieder machen eigentlich, mit Krieger Bauer kostenlos. Bitte, bitte sowas da wieder, bitte. Ich will mehr Challenges mit geilen Preisen, bitte. Dann wurde auch noch die Saison auf 4 Wochen erhöht. Man konnte also noch deutlich besser Trophäenrekorde pushen. Aber das Entscheidende war natürlich vor allem zum ersten Mal ein Gratis-Brawler. Und zwar nicht irgendeiner, sondern einer der meist gehypten Brawler bis heute. Und zwar Edgar gratis im Shop. Als das rauskam, war der komplette Peak erstmal für alle Brawl Stars YouTuber wieder erreicht. Wir haben vom Brawl Pass nochmal eigentlich eine neue Spitze erreicht. Zumindest von den Zahlen. Ungefähr die gleiche Höhe bis neue Spitze war es auf jeden Fall. Als Edgar rauskommt, preschen alle Server zusammen. Brawl Stars rechnet nicht mit so einem großen Ansturm, dass die Server einfach nicht vorbereitet sind. Alle Brawl Stars Spieler weltweit müssen auf das Update warten. Die Streams sind unglaublich. Allein ich habe über 10.000 Live-Zuschauer zu diesem Zeitpunkt. Gewinne natürlich auch so viele neue Zuschauer für meinen Kanal und ihr seht, Wirklich jeder hat an Edgar gespielt. Aber der Brawler ist halt auch wirklich cool gewesen. Oder ich finde ihn immer noch cool, viele haten ihn, aber ich mag Edgar. Okay, wenn ihr dachtet, dass das die Spitze des Hypes war, wir sind noch lange nicht dort angekommen, wohin Brawl Stars noch kam. Zumindest rein von den Zahlen, auf die habe ich nämlich genau geschaut. Es ist unfassbar, was danach noch gekommen ist. Wir haben erstmal Ruffs hier bekommen. Ich sag ehrlich, jetzt Ruffs habe ich jetzt persönlich nicht so gefühlt, aber keine Ahnung. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich allein auf meinem Brawl Stars Kanal über 10
Millionen Aufrufe im Monat gemacht. Total krank natürlich. Vor allem der Kanal war ja erst irgendwie, Junge, der Kanal war erst ein Jahr alt. Wie krank eigentlich. Doch es kam noch besser. Es wurden so viele Updates rausgebracht. Es ist unfassbar. Und zwar Stu. Stu einfach. Und das nicht als irgendein Brawler, der irgendwie legendär ist oder mythisch oder irgendwie sonst schwer zu bekommen ist, sondern, das ist so wichtig für das Spiel gewesen, einfach im Trophäenpfad bei 10.000 Trophäen. Und ich sage bis heute, das müssen die unbedingt wieder machen. Die Trophäenpfad-Belohnungen sind aus meiner Sicht so unfassbar wichtig, weil ihr einfach überlegen müsst, da haben natürlich alle Brawl-Spieler weltweit versucht, diese 10.000 Trophäen-Marke unbedingt zu erreichen, weil man dort eben den neuen Brawler bekommen hat. Und alle haben sehr viel Brawl-Stars gespielt und gepusht dementsprechend. Auch in den nächsten Wochen oder Monaten wollten alle eben dorthin kommen. Das müssen sie wieder machen, das wollen sie halt nicht, weil das Problem ist dabei, dass man halt den Brawler dann nur bekommt bei 10.000 und man soll ihn halt auch schon natürlich früher kriegen können. Ich find's cool. Dazu gab es auch noch einen neuen PSG-Skin zu gewinnen mit einer neuen Challenge. Ich kann mich nur wiederholen, wir brauchen mehr von diesen Challenges mal wieder, indem wir Skins bekommen. Wann war der letzte Challenge-Skin? Wieso gibt's die nicht mehr? Schade, Mann. Aber vor allem wurde Power League eingeführt und damit endlich mal ein E-Sports-Modus in Brawl Stars. Ich sag ehrlich, Power League hat bis heute ein bisschen an Bedeutung verloren, aber da soll ja auch bald ein Update kommen, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist auch der erste Modus, bei dem man bannen und picken konnte und die ganzen Pros waren sehr zufrieden. Auch für die meisten normalen Spieler war es super spannend, halt mal einen neuen Modus zu haben, Belohnungen zu kriegen und vor allem den Skin zu fahren, wenn man eine bestimmte Anzahl an Siegen hatte. Das war geil. Vor allem die Star-Punkte, das war so geil. Doch es hat dort nicht aufgehört. Es kamen immer weitere krasse Brawl-Talks. So auch hier, dieser wilde Western-Brawl-Talk, an den sich bestimmt auch noch viele von euch erinnern kann. Diese Brawl-Talks hatten einfach 30 Millionen Aufrufe. Müsst ihr euch überlegen, was das für kranke Zahlen sind. Ja, und tatsächlich kam Bell raus zu dem Zeitpunkt. Ein Brawler, den ich jetzt gar nicht mal so gefeiert habe, aber Junge, der Hype. Der Hype war auf jeden Fall am Start in den ganzen Update-Videos und allem. Und das war natürlich der absolute Höhepunkt der Brawl Stars Hype-Phase. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier noch meine Cam irgendwie reinbekommt. Grüße gehen raus an meinen Cutter. Aber solche Videos, halt absolut geil. Guck mal hier, 10 YouTuber in einer Aufnahme. Natürlich vor allem jetzt hier nochmal, um die vier rauszustellen, vor allem viel mit Lukas, Puki und Kevin, also Clash Games zu der Zeit aufgenommen. Aber auch so 10er-Aufnahmen natürlich einfach genial. Muss man wirklich sagen, die Zeit ist die absolute Peak-Phase. Es ist unfassbar, wie jeder einfach Brawl Stars gezockt hat. Aber es geht noch höher. Der neue Höhepunkt von Brawl Stars wird erreicht im Juni 2021 mit dem neuen Sommer-Brawl Talk. Dem großen letzten Brawl Talk vor der Sommerpause, die ja immer 2 Monate dauert. Und bis heute für viele, auch für mich, der beste Brawl Talk oder der beste Brawl Pass war es für mich oder die beste Season aller Zeiten. Also auf jeden Fall einer der krassesten Updates. Bester Brawl Talk weiß ich gerade gar nicht, muss ich auch mal ein Ranking eigentlich zu machen. Aber Bass war halt sehr krass. Bass war halt unfassbar krass. Geiler Brawler. Mit dem neuen Pass kann stunnen, kann seine Ulti automatisch aufladen. Und vor allem 3 neue oder wenn es 2 neue Spielmodi, ich weiß es nicht. Aber das ist so geil, mal neue Spielmodi wieder zu haben. Mit Volley Brawl kam da raus. Dann sehen wir schon als nächstes Basketball. Und ich weiß nicht, ob sogar noch ein Modus dabei war. Okay, den letzten Modus habe ich vergessen. Ach, da konnte man so einen Pokal werfen und klauen. Okay, den habe ich komplett vergessen. Der war nicht so beliebt auf jeden Fall wie die anderen beiden. Dann nochmal neue Modifikatoren, auch für Mapmaker. Ach, LOL und Griff wurde auch noch angekündigt. Mit einer neuen Challenge, soweit ich weiß, ne? Ah, gut, klar. Na, dass das noch gehypt war, natürlich auf der absoluten Spitze, ist halt schon auch ein geiler Brawl Talk wieder gewesen. Boah, da sehen wir nochmal die Griff-Challenge. Das war absolute Peak-Zeiten. Da sehen wir es. Auch mein Kanal erreicht den absoluten Höhepunkt mit fast 12 Millionen Aufrufen im Monat, kranken Livestream-Rekorden und ich habe von 20 auf 40.000 Trophäen auch in der Zeit gepusht, weil ich so viel Bock auf das Game hatte und so viel gespielt habe. Schaut euch das an. Da sehen wir auch den ganzen Fortschritt vom Trophäenpfad sogar gerade, wie passend. Das war insane, Junge. Das war ein guter Push. Ach so, und das mit nur, ich glaube, 45 Brawlern, also fast jeder Brawler auf so 900 Trophäen, was damals irgendwie Top 200 oder Top 100, ich glaube Top 100 sogar, in Deutschland war. Und natürlich nicht zu vergessen, die absolut kranken Weltrekord-Videos damals von Lukas, die ganzen Opening-Battles, die bis heute, ich glaube, irgendwie 5 Videos über 10 Millionen Aufrufe. Müsst ihr euch überlegen, was ein Hype das war. Okay, da hat er sogar gerade eingeblendet. Bis heute hat das Video sogar 17 Millionen Aufrufe gesammelt. Und so erreicht Lukas einfach die 1 Million Abonnenten in Brawl Stars. Da seht ihr nochmal den goldenen Play-Button. Bis heute sogar fast 2 Millionen Abonnenten. Gerade mal 2 Jahre hat er damit gebraucht, um von 0 auf 1 Million Abos zu gehen. 2 Jahre in Folge, die meisten Abos aller deutschen Gaming-YouTuber geholt und denkt einfach an die Anfänge zurück, als ich ihm damals zu Brawl Stars geraten habe. Übel, übel krass. Wir waren damals schon 5 oder ich glaube 6 Jahre befreundet, in der Schule nebeneinander gesessen und haben jede Woche zusammen gezockt. Und was ich dann auch alles von ihm gelernt habe, ist absolut geil. Ich will es jetzt hier nur nebenbei erwähnen, weil die Story eigentlich schon ziemlich cool ist, oder muss man wirklich sagen. Ich meine, wir haben es, muss man ja wirklich sagen, wir haben es ja wirklich beide geschafft mit YouTube. Jetzt seit über 5 Jahren beide
uns erfolgreich zu halten. Und gerade beide auf dem absoluten Peak. Geil. Aber jeder Höhepunkt hat auch seine Tiefen. Denn wir machen weiter nach der Spitze. Im Juni 2021 kam eben diese lange Sommerpause. Und alle haben auf den entscheidenden Brawl Talk im Sommer 2021 gewartet. Und da kam der Brawl Talk auch. Der neue Brawler Ash wurde angekündigt. Ein Brawler, der bis heute nicht wirklich beliebt ist. Auch ich mag den Brawler irgendwie nicht so. Ich finde ihn eher ein bisschen nervig. Aber ist ja Ansichtssache. Ich sag ehrlich, das Sortthema fühle ich bis heute noch. Also vor allem Einhorn Ritter Barley, Böse Königin Pam, Prinz Sprout oder ja, Eldragon. Geile Skins, auf jeden Fall geiles Sortthema. Aber ein großer Schock, stimmt, die Clubs wurden tatsächlich verkleinert von 100 Personen, die bisher möglich waren. Es waren früher 100, oder? Ich hab's total vergessen irgendwie schon. Wurden die Clubs, ja, wir sehen es hier, auf nur noch 30 begrenzt. Ich muss ehrlich sagen, das soll wahrscheinlich vor allem dazu dienen, dass die Clubs auch übersichtlicher werden. Ich meine, 100 Leute, das ist eine vierfache Klassengröße, das Beispiel. 30 ist halt übersichtlich, jetzt ist großer zumindest, glaube ich, annähernd meine Klasse früher. Man muss es auch irgendwie übersichtlich halten. Mit 100 Leuten zu interagieren ist halt wahrscheinlich schwierig. Ich denke, das ist der Hintergrundgedanke. Aber der Fall von Brawl Stars konnte damit nicht aufgehalten werden. Und ich sage ehrlich, ich glaube nicht, dass es wirklich an dem Update lag. Das Update war solide. Was wirklich halt gefehlt hätte, wäre vielleicht nochmal ein krasses Feature gewesen. Keine Ahnung, also ich meine, die Clubs wurden verkleinert. Das war ja eher was, was die Leute negativ aufgefasst haben. Vielleicht irgendwie sowas wie die Einführung der Gadgets oder Mapmaker hatten die Leute erwartet. Aber diese Hype-Spitze kann man einfach nicht für alle Ewigkeiten halten. Und nachdem 2 Monate eben davor nichts kam, sind die Zahlen von Brawl Stars nach diesem Update und der davorigen Pause tatsächlich um über die Hälfte gefallen. Zumindest bei uns auf YouTube in der Suche und im Interesse. Und auch mich und meinen Kanal hat das Ganze natürlich krass beeinflusst. Wir sehen hier erst den Hype, vor allem mit den 9 verbleibenden Gegenständen. Dann hier ging das Ganze wieder runter und dann 2021 natürlich die krasse Hype-Spitze. Und danach, wie das Ganze dann hier gefallen ist. Doch tatsächlich ging es mir zu diesem Zeitpunkt deutlich besser. Denn was ich euch noch gar nicht gesagt habe, mir ging es zum Zeitpunkt, an dem es super lief und alles super nach außen gewirkt hat, nicht wirklich gut. Und ich rede über sowas normalerweise nicht so gern öffentlich, aber ich muss es jetzt mal einfach ansprechen, weil es auch ein wichtiges Thema ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich ziemlich genau 5 Jahre am Stück nur jeden Tag Videos hochgeladen. Schon in meiner Schulzeit, während dem Abitur und auch danach. Ich habe weder ein Wochenende eingeplant, also nicht mal einen Tag die Woche frei mir irgendwie genommen. Ich habe jeden Tag gestreamt und Videos produziert und dazu habe ich selbst im Urlaub immer noch Videos aufgenommen. Was natürlich auf Dauer einfach absolut nicht gesund ist. Über die Wochen und Monate des Brawl Stars Hypes hatte ich immer weniger Energie. Doch nach der Sommerpause ging es mir deutlich besser. Ich habe weniger Videos hochgeladen, mir mehr Zeit genommen für meine Freizeit und andere Dinge außerhalb von Brawl Stars. Auch mehr Sport gemacht. Und ihr müsst auch überlegen, damals war auch die Corona-Phase sehr schlimm, mit der man auch nichts machen konnte. Und dann kam das Mac-Update. Und obwohl die Zahlen runter waren, ging es mir tatsächlich besser. Das heißt, nur an euch auch, Zahlen und Erfolg sind halt nicht gleich unbedingt, dass es auch einem gut geht. Und nicht das Wichtigste auch im Leben. Ist mir wirklich bewusst geworden. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, ich habe sehr gut auch zu dem Zeitpunkt natürlich verdient oder auch sehr gut Erfolg gehabt. So, und damit kam dann auf jeden Fall Mac raus. Und wie gesagt, ich hatte wieder mehr Zeit und mehr Energie auch für Brawl Stars Videos. Super geil. Mac allerdings leider wieder ein legendärer Brawler. Aus meiner Sicht weiterhin ein Fehler, zu viele legendäre Brawler rauszubringen. Wir hatten davor schon Ember. Jetzt haben wir Mac. Problem bei denen ist, klar, natürlich kriegt man den nicht so leicht und ist natürlich irgendwie auch besser, wenn die Leute vielleicht auch mehr Geld ausgeben, gerade fürs Spiel natürlich, wenn es schwieriger ist, einen Brawler zu ziehen. Aber allgemein fürs Spiel ist natürlich nicht geil, weil die meisten normalen Brawl Stars Spieler hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht ein oder nicht mal einen legendären Brawler viele. Und wie soll man dann bitte 2 legendäre Brawler irgendwann freischalten? Das heißt, die meisten haben Mac oder Ember niemals gezogen. Und damit waren diese Updates natürlich auch überhaupt nicht so interessant. Es war wie, als ob kein neuer Brawler rausgekommen wäre für die meisten Leute. Die Clubveränderung wurde dann auch noch durchgezogen, dass die meisten Leute halt einen neuen Club suchen mussten, was halt auch am Anfang nicht gut ankam. Auch langfristig gesehen finde ich die Entscheidung übrigens sehr gut. Wie gesagt, 100 Leute sind so unübersichtlich, würde ich sagen. Und mit dem Oktober-Update gingen die Brawl Stars-Zahlen sogar noch weiter nach unten. Ganz ungewöhnlich. Ich glaube, die Leute hatten auch einfach zu dem Zeitpunkt zum großen Teil zu viel Brawl Stars gespielt, sage ich ehrlich. Irgendwann wird natürlich jedes Spiel langweilig. Der Hype war schon lange, lange dabei, ne? Viele waren schon seit Anfang 2020 dabei. Der Hype hat sich so lange gehalten. Ja, und die Einführung von Lola, einem Brawler, der jetzt auch nicht so besonders war, hat dem Ganzen natürlich nicht gerade geholfen. Vor allem, wenn man nicht vergessen darf, dass davor 2 Legendäre rauskamen. Und klar, es wurden einige coole Skins angekündigt, aber halt nichts wirklich, was jetzt Hype bringen würde, sage ich mal. Es ist kein Brawler, den man irgendwie, der cool ist, den man leicht bekommen kann, ne? Also, oder der auch irgendwie besonders ist. Oder zum Beispiel auch das Halloween-Update, ne? Hat halt auch nicht ausgereicht. Man hat eher so was gebraucht, irgendein geiles Feature halt gebraucht, um den Hype zurückzubringen. Aber das ist auch gar kein Vorwurf an Brawl Stars übrigens, sondern man kann natürlich nicht dauernd neue geile Update-Sachen rausbringen. Es ist halt einfach sehr schwierig. Aber ich glaube, der größte Fehler war wirklich eher, dass man 2 legendäre Brawler in Folge rausgebracht hat. Ember und Mac, also sehr knapp nacheinander. Brawl Stars ist nicht mal mehr auf einem Drittel von der Hype-Spitze jetzt entfernt.
vom Sommer, zumindest von unseren Zahlen, auf YouTube. Und das bedeutet, dieses Update muss es jetzt bringen. Und ich muss wirklich sagen, dieses Update leider ist für mich wahrscheinlich bis heute, wie soll ich es sagen, ist für mich der enttäuschendste Brawl Talk, würde ich sagen, den ich bisher hatte. Unter anderem, okay, wir kommen zur Änderung. Was ist denn da genau passiert? Und warum ist dieses Update dann nochmal weiter, ja, für den Absturz, sage ich mal, also für sinkenden Spielerzahlen verantwortlich? Okay, erstmal kurz vergessen, das muss ich noch dazu sagen. Das habe ich vergessen, dass auch noch ein Update war. Wir haben Clubliga bekommen. Clubliga, ja, eigentlich schon mal ganz geil, ne, mit Clubcoins und so. Okay, fair, vielleicht bin ich ein bisschen, aber es geht um eine andere Änderung, die halt viel, viel krasser ist. Clubliga an sich, sage ich ehrlich, hätte dem Spiel bestimmt gut getan oder hat dem Spiel auch gut getan und ist sicherlich nicht daran schuld, dass die Zahlen so, also ich kann es nur als Spieler sagen, was mich jetzt gestört hat natürlich, weil am Ende wissen wir natürlich selber nicht genau, was es schuld ist. Es ist nur meine Vermutung oder eure Gedanken natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich meine, Clubmünzen und alles und die Skins und die Belohnungen sind eh gut gewesen, daran liegt es nicht. Dieses Update hat Brawl Stars für immer verändert. Und für einen, muss man wirklich sagen, finde ich, längerfristigen Abschutz des Spiels gesorgt. Denke ich zumindest. Denn das große Problem ist, zum einen erstmal die Gears. Okay, Gears sind halt einfach nicht so spannend. Muss ich bis heute wirklich kritisch sagen, sind nicht so spannend wie Gadgets. Ich meine, man bekommt mit Gears halt sowas wie Schaden oder Damage, aber jeder Brawler hat halt die gleichen Gears. Es macht das Spiel aus meiner Sicht eher komplizierter. Man muss halt noch mehr Ressourcen reinstecken, braucht länger, um seine Brawler zu maxen. Und meistens nimmt man dann doch eher dieselben Gears. Keine Ahnung, bei den meisten Brawlern heutzutage meistens Damage oder Speed. Also Geschwindigkeit oder damals vor allem Schild war am Anfang so stark, dass sie es auch verschlechtern mussten. Dann war es auch ziemlich kompliziert. Man musste erst so komische Gear-Tokens und diese Gear-Marken dafür verwenden. Und sie haben das komplette System ja überarbeitet. Inzwischen kann man die ja zum Glück direkt für Münzen kaufen, aber dazu kommen wir ja dann noch. Das ist schon mal kompliziert und bringt dem Spiel aus meiner Sicht nicht wirklich Mehrwert, weil es auch nicht interessant ist. Keine Ahnung, jedes Gadget ist ja besonders bei den Brawlern. Und das ist halt spannend. Bei Jean, der die Gegner wegstoßen kann. Bei Tara, ihre Schatten, die sie heraufbeschwören kann. Das ist geil und macht das Spiel tiefer. Aber das größte Problem, und das sehen wir jetzt hier, Power 11 wurde eingeführt. 2 extra Power Level für jeden Brawler. Das heißt, man musste, glaube ich, irgendwie ungefähr so die doppelten Powerpunkte und Münzen für jeden Brawler sammeln. Und dann natürlich doch die ganzen Gears und Gear Tokens bekommen. So, und das hat tatsächlich Lukas nämlich auch in seinem Video gemacht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend Euro, die er eben gebraucht hat, obwohl sein Account davor völlig maxed war, um wieder eben auf Power 11 und auf alle Gears zu kommen. Und da haben wir das große Problem. Denn man muss wirklich einfach sagen, die meisten Spieler waren einfach happy, dass die Brawl Stars so geil spielen konnten, mit wenig Geld oder eben auch komplett ohne Geld auszugeben. Und nun hatten sie vielleicht schon sehr viele Brawler maxed, also Power 9, die sie auch dann gut spielen konnten und pushen konnten. Und plötzlich gab es Power 11. Das heißt, es war unmöglich, auf Dauer viele Brawler oder die meisten Brawler eben Power 11 zu kriegen. Man hat vielleicht auch gar keine Brawler Power 11 gehabt. Und gerade die Leute, die vielleicht ganz wenig gespielt hatten und die sowieso nur Power Level 7 oder Power Level 8 oder irgendwas in der Richtung hatten, die hatten jetzt einen noch größeren Power Level Rückstand. Keine Chance. Free to play, ihr habt vielleicht einen Brawler neu, Power Level 5, jetzt gegen Power Level 11. Davor konnte ihr das Ganze mit Skill ausgleichen, jetzt war es einfach nur ein ganz großes Problem. Also gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, aber ich habe damals auch schon gesehen, dass es sehr, sehr viele Leute kommentiert hatten. Also ich will natürlich jetzt auch nicht einfach stumpf die Meinung übernehmen, aber ja, ich sehe es halt auch so, ne? Also man hätte vielleicht höchstens ein Power-Level obendrauf packen sollen. Das ist meine Meinung. Ein Power-Level obendrauf und die Gears natürlich einzigartiger und einfacher gestalten. Damit natürlich beginnen schwere Zeiten für Brawl Stars, aber es gab nochmal natürlich ein großes Hoch. Es war natürlich das Dezember-Update 2021, was natürlich trotzdem wieder für ein bisschen Hype sorgen würde. Die Zahlen sind auf jeden Fall auch gut hochgegangen. Wir haben Grom bekommen als neuen Brawler. Und vor allem haben wir Fang bekommen. Ein unfassbar gehypter Brawler bis heute. Ich würde sagen, er könnte sogar so Top 3 sein. Also spontan fallen mir jetzt Buzz, Edgar und Fang an, die so mit am meisten gehypt waren, wirklich. Ah, man konnte Grom auch in der Grom-Challenge freischalten. Ich sag ehrlich, ich glaube, es war nicht die beste Entscheidung dafür, Grom zu nehmen. Klar, man hat wieder einfach gratis einen Brawler bekommen. Bekommen wir eigentlich jedes Jahr ungefähr, ne, dass man sehr leichten Brawler ohne Geld bekommen kann. Finde ich geil im Dezember. Aber die meisten haben auch, glaube ich, die Challenge nicht so leicht geschafft. Bei Sling, man konnte, glaube ich, leicht fortsetzen, aber Grom war halt auch nicht so spannend, finde ich persönlich. Aber auch noch Duelle wurden eingeführt, das war nochmal wichtig. Dadurch waren nur noch wieder so viele Zuschauer auf YouTube wie zuletzt im Dezember 2019, also über 2 Jahre davor. Also die komplette Hype-Phase ist gedroppt auf nur noch ein Viertel des Höhepunkts. Also 75% der Spieler sind von YouTube abgegangen, haben keinen Brawl Stars mehr geschaut. Wichtig ist übrigens auch, ich weiß natürlich nur die Zahlen von YouTube. Wie die genauen Brawl Stars Spielerzahlen aussehen, weiß ich natürlich nicht genau. Aber wir wissen auf jeden Fall, man kann sicher sagen, dass da sehr viele Leute mit Brawl Stars auf
aufgehört haben. Vielleicht haben auch viele einfach nicht mehr Lust gehabt, auch noch YouTube-Videos zu schauen und dann eben einfach Brawl Stars auch privat gespielt. Auf jeden Fall kommt der nächste Brawl Talk dann im Februar 2022 und damit ging es erstmal wieder gut nach oben. Denn mit Eve kommt der erste Brawler heraus, der über Wasser laufen, fliegen, wie auch immer konnte. Und das war schon sehr, sehr interessant und spannend. Konnte man auch gut bekommen durch den Brawl Pass, den man ja auch einfach mit Juwelen kaufen konnte. Und ja, das war geil. Da hatte ich richtig Bock drauf. Payload kam als neuer Modus, sage ich ehrlich. Das war halt ein bisschen problematisch, ne? Weil Payload natürlich jetzt nicht so interessant war. Hat sich ja nicht gehalten. Aber dafür auch Takedown. Den Dr. Edgar Skin durften wir gratis verlosen. Das war auch krass. Aber trotz der ganzen Updates erholt sich Brawl Stars nur leicht zu diesem Zeitpunkt. Wir haben jetzt hier das nächste Update im April. Und zwar Bonnie und Jeanette. Und tatsächlich, ich weiß nicht warum, hat das Update irgendwie gar nicht so gezündet. Gut, gezündet hat es gepasst wegen der Kanone hier mit Danny, perfekt. Geil. Junge, die haben auch immer geile Ideen, wirklich. Ich weiß nicht warum, aber Jeanette war irgendwie gar nicht gehypt. Ich habe den Brawler sehr gefühlt, ehrlich gesagt, dass er rauskam. Problem ist, sie hatte halt vor allem diese Flugfähigkeit, weil es war der erste Brawler, der fliegen kann erstmal. Aber diese Flugfähigkeit war halt das Problem, dass sie sehr wenig Schaden in der Luft gemacht hat. Aber irgendwie hat sich keiner dafür interessiert, als ich Jeanette gespielt habe. Okay, Botdrop. Oh, Junge, okay. Botdrop war halt wirklich nicht interessant, ne? Also das sind so Bots gespawnt, die muss man dann killen. Und dann gab es irgendwie Punkte oder ich weiß gar nicht, was kam da raus? Also Schrauben gab es dann sammeln. Das war, glaube ich, bis heute der unbeliebteste Spielmodus. Den haben sie direkt wieder rausgenommen. Denn als ich den gespielt habe, habe ich mir direkt gedacht, weiß nicht so recht, ob ich den Modus mag. Sprays wurden auch eingeführt, lol. Und Bonnie. Bonnie war halt auch nicht so gehypt. War übrigens schon beliebter als Jeanette. Kann ich so, also zumindest von meiner Erfahrung sagen, wie es so ankam. Und auch mein YouTube-Kanal läuft wieder besser. Ich bin immerhin schon auf einem Drittel von meiner Spitze. Nachdem ich 90% meiner YouTube-Zuschauer verloren habe. Weil, wie gesagt, der Brawl Stars Hype ist runtergegangen. Und ich habe auch weniger Videos hochgeladen und mich mehr auf mein Privatleben konzentriert. Bin ich jetzt nur wieder besser dabei. Und die Zahlen sind, glaube ich, jetzt ungefähr wieder bei einem Drittel, also 70% noch niedriger als in meiner Halbspitze. Ich habe zum Beispiel hier in 100-Euro-Minigames-Turniere gemacht zum ersten Mal, also viele geile Formate auch. Aber nach dem Bonnie und Jeanette Brawl Talk fallen die Brawl Stars Spielerzahlen weiter. Jetzt haben wir nur noch 20% der ursprünglichen Zuschauer der Halbspitze, die noch auf YouTube die Videos in Brawl Stars schauen. Das ist natürlich absolut heftig. Ich weiß gar nicht jetzt genau, ob es direkt an den Updates lag. Aus meiner Sicht ist das Ganze einfach nur eine Folge vor allem gewesen von der, ja, den Gears und der Power 11 Änderung. Würde ich sagen, einfach eine langfristige Folge davon. Und natürlich einfach, dass die Updates scheinbar nicht für genug Hype sorgen konnten. Ich glaube, was wirklich hier gefehlt hätte, wäre sowas Krasses gewesen wie Gadgets, die Einführung der Powerliga damals, Mapmaker, an diese Änderung denke ich jetzt vor allem, der Brawl Pass, der rauskam, so richtig große Änderungen, die natürlich für viel Hype gesorgt haben. Aber die Spieleentwickler können halt auch nicht zaubern. Was sollen sie halt machen, ne? Also ich meine, ich kann jetzt natürlich leicht reden, aber ich will an der Stelle wieder sagen, Brawl Stars hat einen fantastischen Job davor gemacht. Und genau, man darf natürlich nicht vergessen, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was sie hätten einführen sollen. Aber auf jeden Fall kam Otis raus und Otis war irgendwie halt auch nicht so gehypt, leider. Ich fand den Brawler ganz cool eigentlich mit dem Stern der Markierung. Der Jägermodus wurde auch eingeführt. Ah ja, ein Clubliga wurde überarbeitet auch. Auch wichtig, stimmt. Ja, da wurden noch ein paar Challenges angekündigt, aber eher mit kleineren Belohnungen. Und ja, das müsste ich überlegen. Jetzt sind wir gerade schon an einem Tiefpunkt und das Problem ist, danach ging es in die Sommerpause. 2 Monate, damit passiert nichts im Spiel, weil eben, ja, natürlich die Supercell-Mitarbeiter ja auch Urlaub machen wollen. Gerade in Finnland sind es auch relativ lange Sommerpausen. Und das bedeutet natürlich, dass die Zuschauer von Brawl Stars weiter sinken. Die Zuschauerzahlen sind nur noch auf einem Zehntel der Spitze. Innerhalb von 1,5 Jahren, nicht mal 1,5 Jahren, ungefähr von innerhalb von einem Jahr eigentlich, sind damit 90% der YouTube Brawl Stars Zuschauer verloren gegangen. Und nun könnt ihr euch vorstellen, mir ging es nun eigentlich vom Beruflichen besser. Ich hatte nicht mehr so viel Stress und alles. Aber wenn man 90% seiner Aufrufe und damit auch seine Einnahmen verliert, dann hat man ein ganz großes Problem. Und das Einzige, was mich in dem Moment gerettet hat, war zum Glück, kann ich ja offen sagen, dass zum Glück die YouTube-Einnahmen insgesamt deutlich gestiegen sind. Bei Corona sind sie sehr krass abgestürzt, aber damit haben sie sich wieder erholt und damit so ein bisschen dagegen gehalten. Das heißt, keine Ahnung, ich habe vielleicht nicht 90% an der Gesamteinnahmen verloren, sondern vielleicht nur, ja, nur 70%, ne? Immer noch nicht so geil natürlich. Und damit kam hier Sam ins Spiel. Und ja, ich fand Sam eigentlich immer noch einen ganz coolen Brawler, auch wenn er nicht so gehypt war. Gus, oh, wusste ich ja nicht, Gus wurde auch als neuer Brawler angekündigt. Auch der, viele sagen bis heute, dass der langweiligste Brawler für sie im Spiel ist. Ich mag Gus eigentlich, ich finde ihn jetzt aber auch nicht so besonders, klar, aber so langweilig ist er jetzt auch nicht mit dem Schild, oder? Viele meinen, er ist extrem langweilig. Ahnung. Und vor allem hat Brawl Stars die zukünftigen Pläne zum Spiel veröffentlicht. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich natürlich echt sehr beängstigend, ne? Wenn man in einem Jahr 90% seiner Zuschauer verliert,
dann denkt man natürlich, keine Ahnung, in ein, zwei Monaten ist es vorbei. Dann ist es vorbei einfach. Und gut, für mich war es natürlich jetzt nicht schlimm. Ich hätte studieren können. Ich habe mein Abitur abgeschlossen. Macht auf jeden Fall eure Schule natürlich fertig. Ne? Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Ich habe immer noch einen Plan B in der Hinterhand. Aber natürlich wollte ich unbedingt YouTube weitermachen. Und damit kam der Brawl Talk im Oktober 2022. Und zum ersten Mal haben sich die Browserszahlen, nachdem sie so abgestürzt sind, etwas stabilisiert und sind sogar leicht nach oben gegangen. Denn ihr seht es schon, die Gears wurden überarbeitet. Das war auf jeden Fall überfällig. Buster auch als neuer Brawler, übrigens auch sehr cool, konnte eben Schüsse ablocken. Finde ich eine sehr coole Fähigkeit weiterhin. So, und da sehen wir es jetzt. Man hat alle Gears einfach nochmal zurückerstattet bekommen. Die Währung wurde auch einfach gelöscht und ab jetzt konnte man eben mit Münzen Gears kaufen. Also deutlich vereinfacht, man konnte auch deutlich leichter jetzt rankommen. Man musste auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es genau funktioniert. Ich glaube, man musste die auch einzeln aus Boxen ziehen oder... Ja, also die Währung musste man ja auch aus Boxen ziehen. Es war auf jeden Fall sehr kompliziert. Ich glaube, das erste Gear hat man auch teilweise free bekommen. Oder sogar für alle eins free, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das war super wichtig. Ich habe es schon erklärt, Gears waren ein großes Problem, haben ja aus meiner Sicht mit zum Abschluss von Browsers beigetragen, weil sie eben langweilig waren, kompliziert und natürlich auch den Vorteil für die Power-11-Brawler erhöht haben. Und auch epische und mythische Gears wurden eingeführt. Aus meiner Sicht trotzdem weiterhin eben einfach das Problem, also ich glaube, man sieht es schon sehr deutlich, warum aus meiner Sicht zumindest Browsers eben so gesunken ist. Man hätte einfach nicht so früh zwei Power-Level extra einführen sollen und dann auch noch Gears, weil Gears waren ja auch noch ein riesen Vorteil. Das heißt, überlegt mal, ihr wart jetzt Power 5, dann gegen Power 9 davor und dann musst ihr als Power 5 Spieler, also wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel spielt, gegen einen Power 11er ran, der dann auch noch Gears hat, die mehr Leben und mehr Schaden geben und mehr Speed und alles. Das war einfach zu viel und zu kompliziert. Ah, und ich weiß gar nicht, ob das auch neu war, aber man konnte ab jetzt auch tatsächlich direkt Gadgets und Star Powers direkt kaufen. Okay, ich hab's nochmal nachgeschaut. Ja, tatsächlich. Das war nochmal eine super wichtige Änderung, wusste ich gar nicht mehr. Das heißt, man musste jetzt eben auch nicht mehr darauf warten, dass man das passende Gadget oder die passende Star Power zieht. Man musste da vorher ewig Boxen öffnen und einfach hoffen, dass man Glück hat. Das war kein gutes System. Und das heißt, dieses Update, auch wenn es vielleicht nicht direkt jetzt für krassen Hype gesorgt hat, war langfristig gesehen wieder so ein wichtiges Update. Gears vereinfacht und dazu vor allem Gadgets und Star Powers für alle Spieler zugänglicher gemacht, dass man auch das richtige Gadget direkt kaufen kann. Das sind so Sachen, die einfach so wichtig auf Dauer sind. Ich meine, stellt euch mal heute vor, wenn jetzt ein Brawler rauskommt und ihr müsst, keine Ahnung, 300 Boxen öffnen und kriegt am Ende sowieso nicht das Gadget, was ihr möchtet oder die Star Power und könnt den Brawler dann noch nicht pushen oder spielen. Das ist ja so viel besser, wirklich. Trotzdem kann der Abwärtstrend weiter nicht aufgehalten werden. Wir erreichen ein neues Tief im November, aber dann kommt die lange notwendige große Änderung, um Brawl Stars wieder zurückzubringen. Und jetzt wird es natürlich sehr umstritten. Faktisch gesehen ist tatsächlich diese Änderung, also die Zahlen haben sich auf YouTube verdoppelt. Kann ich immer schon mal sagen. Habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut. Die Zahlen von November auf Dezember haben sich verdoppelt. Irgendwas Krasses musste jetzt einfach passieren, damit die Spieler wieder aufmerksam auf Brawl Stars werden. Und was ist passiert? Die Boxen wurden tatsächlich entfernt. Okay, das ist natürlich jetzt ein sehr umstrittenes Thema. Und man kann sich drüber unterhalten, ob es jetzt schlecht oder gut für Brawl Stars langfristig ist. Der Brawl Talk kam mit der großen Ankündigung, wie es jetzt genau weitergeht. Und alle waren natürlich gespannt, was es statt den Boxen kommt. Und zwar das neue Credit-System. Und hier sehen wir den großen Hintergrundgedanken hinter den ganzen Änderungen von Brawl Stars. Die Gears kann man sich jetzt leichter kaufen. Die Star Powers und Gadgets könnt ihr euch auch direkt kaufen. Das heißt, der große Hintergrundgedanke ist, dass man ab jetzt als Spieler einfach planen kann. Man kann jetzt genau planen und genau selber entscheiden, was man möchte und was eben nicht. Man muss eben jetzt nicht mehr auf Glück hoffen, hat jetzt zum Beispiel auch den Starpfad, in dem man direkt sehen kann, wann man welchen Brawler freischaltet und damit eben, ja, einfach eine geile Übersicht, aber zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist natürlich die negative Seite. Es ist langweiliger, haben viele gesagt, ne? Viele haben sich halt gefreut auf diesen Moment, wenn man aus einem legendären, aus einer Brawlbox einen legendären Brawler zieht. Und deswegen ist dieses Update natürlich bis heute umstritten, gerade weil die Boxen von Anfang an dabei waren und auch der große Teil des Spiels waren. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein Fehler gewesen, die Boxen komplett aus dem Spiel zu entfernen. Man hätte die Credits einfach zusätzlich machen sollen. Man hätte die Boxen, keine Ahnung, die Chancen für neue Brawler ja zum Beispiel schwächen können und ja, halt das Credit-System on top machen können. Dazu kamen auf jeden Fall auch direkt drei neue Brawler. Drei. Und zwar Mandy, Chester und Gray. Gray konnte ich auch kostenlos mit der Quest bekommen. Also ich glaube, man merkt wirklich, es wurde sich wirklich sehr viel überlegt. Man hat wirklich probiert, mit diesem Brawl Talk wieder Leute in Brawl Stars zurückzukriegen.
Denn ich bin mir sicher, auch die Zahlen bei Brawl Stars können nicht gut ausgesehen haben bei dem Spiel direkt. Ich meine, wie gesagt, bei mir 90% weg gewesen. Und so hat man wieder jetzt die Leute irgendwie ins Spiel zurückbekommen. Und 2 Monate später sind wir aber schon wieder ungefähr auf dem gleichen Level wie vor der Entfernung der Boxen. Also kurzfristig ging es nach oben. 1 Monat später oder einige Monate später waren wir schon wieder auf dem gleichen Level. Aber immerhin muss man sagen, der Absturz war erstmal gebremst. Also wir sind erst leicht nach oben und jetzt wieder leicht nach unten, aber wir sind jetzt relativ stabil gewesen. Also man kann sich jetzt darüber streiten natürlich. Man weiß es nicht genau, was es der genaue Effekt war. Vielleicht wäre es so abgestürzt ohne die Entfernung, vielleicht wäre es auch gleich geblieben oder sogar hochgegangen, man kann es nicht sagen. AT kam als neuer Brawler raus. Was soll ich sagen? AT auf jeden Fall spannend, muss ich sagen, finde ich persönlich. Und vor allem, Willow wurde als neuer Brawler eingeführt. Aber das Wichtigste, was wieder völlig unterschätzt wird, sind die Masteries, die bis heute einfach so wichtig sind. So viele geile Belohnungen, bei dem man für Spielen belohnt wird. Ähnlich wie bei Stu, bei dem man bei 10.000 Trophäen ja Belohnung bekommt, finde ich Masteries halt so wichtig. Auch wenn es vielleicht kurzfristig nicht so viel gebracht hat. Diese ganzen Entscheidungen, die in diesen Brawl Talks getroffen wurden, sind langfristig so wichtig, dass man jetzt die ganzen Sachen besser kaufen kann, wie Star Powers, Gadgets, Credits, dass man für die Brawler besser planen kann und noch Masteries mit mehr Belohnung. Doch besonders für Lukas, aber auch die anderen Brawl Stars YouTuber, war dieses Update natürlich eine Katastrophe. Ne? Ihr müsst überlegen, seine mit Abstand erfolgreichsten Videos, ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, irgendwie 50% seiner Aufrufe zu diesem Zeitpunkt waren Opening Battles. Er hatte Videos mit über 10 Millionen Aufrufen und plötzlich ist das alles weggebrochen. Er hatte ja gar keine Möglichkeit mehr, es irgendwie zu ersetzen. Es gab ja keine andere Zufallsmöglichkeit, Brawler zu ziehen zu dem Zeitpunkt. Es gab ja nur Credits, da kann man ja kein Battle draus machen. Und ja, so muss man wirklich sagen, für ihn zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz, ganz schwierig. Aber für mich war jetzt alles perfekt. Mit dem Update war ich unfassbar gehypt. Im November 2022, also vor der Entfernung der Boxen, ging es dann wieder gar nicht gut und zwar einfach, weil ich natürlich mir Gedanken gemacht habe und dachte, dass YouTube jetzt zu Ende ist für mich und alles versucht habe. Aber dann war ich komplett zurück. Ich wusste jetzt, das ist auf jeden Fall mein Moment. Und perfekt, erstmal Creator-Code-Werbung. Und ihr seht es schon hier im Hintergrund, denn ich hatte tatsächlich schon etwa 1,5 Jahre kaum noch Openings oder Opening-Battles hochgeladen und komplett auf Gameplay gesetzt. Das heißt zum Beispiel Minigames-Turniere, Showdown-Challenges vor allem oder eben auch die neuen Brawler natürlich pushen, wie in dem Fall AT. Für mich ist das jetzt absolut perfekt, um meinen Content und das, was ich auch gerne schauen würde, umzusetzen. Und ihr habt es zum Glück unterstützt. Die Brawl Stars Zahlen bleiben weiterhin stabil. Dank der guten Änderungen, würde ich zumindest behaupten. Und dann kam der nächste Brawl Talk und ihr seht, da kam eine ganze Menge, diese geilen Götterskins. Wir haben Hang schon gesehen und vor allem, das ist es. Es kam Bling raus. Und das habe ich damals nicht gecheckt, aber jetzt, wenn man sich das im Nachhinein anschaut, passt das alles perfekt zusammen. Erstmal kam übrigens auch noch Maisie raus, aktuell übrigens der zweitstärkste Brawler nach Larry und Blowy, also absolut geil. So, jetzt wird's krass, jetzt wird's krass. Und zwar wurde der Katalog eingeführt. Das ist es einfach. Das heißt, ab jetzt konntet ihr nicht mehr, also ihr musstet nicht mehr auf den Shop warten, sondern konntet jederzeit einfach den Skin aussuchen, den ihr wollt. Genauso wie bei Star Powers und bei Gadgets oder auch bei den Brawlern, bei denen ihr jetzt auch genau planen könnt, könnt ihr jetzt sogar endlich die Skins planen. Und die Skins waren davor relativ irrelevant, finde ich persönlich zumindest. Also ihr musstet halt entweder, keine Ahnung, ein Angebot im Shop nutzen oder halt darauf hoffen, dass der Brawler reinkommt. Und jetzt ist es eben vor allem so, dass ihr ohne Geld Skins bekommt und den Skin vor allem bekommt, den ihr möchtet. Denn Bling wurde als Währung eingeführt. Übel geil. Das heißt, Free-to-Play könnt ihr jetzt auf einmal unter fast allen Skins euren Lieblingsskin aussuchen und kaufen. Also wirklich, ich habe das damals auch gar nicht genug gecheckt, was für eine Änderung das eigentlich bedeutet hat. Star Powers, Star-Punkte wurden, glaube ich, auch leider entfernt dafür. Das finde ich sogar ein bisschen schade. Ich finde, sie bräuchten wieder irgendwelche geilen Belohnungen zum Grinden. Aber es ist halt krass, ne? Klar, die sind jetzt exklusiv, ne? Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt Bull-Fan, Brock-Fan, Rico-Fan bin, habe ich eine Menge an Skins, die ich mir aussuchen kann, für die ich sparen kann oder pushen kann, ohne Geld auszugeben. Und die ich jetzt bekomme. Und das ist so geil. Und dazu noch Star Powers Gadgets aussuchen, dann noch genau wissen, wann ich einen Brawler bekomme, vor allem wann ich auch den ersten legendären Brawler bekomme. So eine geile Kombi wirklich. Trotz Bling sind die Brawl Stars Zahlen auf YouTube weitergefallen, obwohl Bling ja eigentlich eine geile Änderung ist. Ich weiß nicht, ob wir Bling einfach nicht genug verstanden oder vermarktet haben zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube vor allem ist es einfach jetzt nicht irgendwas, wo jetzt Spieler sagen, geil, ich komme jetzt zurück, es gibt Bling. Sondern es ist eher ein Feature, was einfach langfristig geil für das Spiel ist und bis heute einfach positiv wirkt. Genauso wie, dass man Star Powers oder Gadgets kaufen kann oder eben Credits, mit Credits besser planen kann. Übrigens im Hintergrund auch der erste Podcast von Brawl Stars. Das finde ich sehr geil, dass sie auch alle Sachen jetzt hier offen im Podcast besprechen. Müsst ihr auch mal gerne reinhören, ist aber halt auf Englisch. Leider, also viele werden wahrscheinlich dann nicht verstehen. Und so mit dem neuen Tiefpunkt von Brawl Stars, das war es für Lukas klar. Er muss, ja,
Er muss was ändern, denn sein Kanal ging natürlich nach der Entfernung der Megaboxen so nach unten. Natürlich, weil sein ganzer Content oder der Hauptteil seines Contents natürlich aus Opening Battles bestanden hat oder vielen Challenges mit Megaboxen oder Boxen an sich. Und da sehen wir übrigens auch, wie Lukas natürlich sein Haus hier zeigt und natürlich auch weiterhin natürlich sich genauso Sorgen macht, wie es auch in seinem Beruf weitergeht. Und ich sage ehrlich, Lukas ist wesentlich, wie kann ich sagen, fokussierter auf den Beruf und ehrgeiziger als ich, muss ich wirklich sagen. Also Lukas ist immer ein tolles Vorbild für mich gewesen an der Stelle, muss ich auch mal sagen. Das heißt, er hat sich halt wirklich auch sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben super viel auch zusammen geredet, natürlich zu der Situation von Brawl Stars. Und für ihn war klar, er will natürlich jetzt nicht so komplett abstürzen. Und so verließen Lukas, Clash Games, aber auch Pookie allesamt Brawl Stars. Lukas übrigens an der Stelle absolut erfolgreich auch mit seinen Real-Life-Videos. Also an der Stelle hat er, glaube ich, für sich auch alles richtig gemacht. Und ich hätte jetzt eigentlich die super Chancen natürlich gehabt, auch auf Real-Life-Videos umzusteigen. Ich meine, Junge, was soll ich sagen, ne? Lukas, natürlich, wie gesagt, ein langer Freund von mir und alle wechseln natürlich jetzt gerade. Aber ich habe tatsächlich für mich entschieden, wie gesagt, dass ich halt ultra Bock auf Brawl Stars habe und vor allem fühle ich Real-Life-Videos absolut überhaupt nicht, muss ich wirklich sagen, weil ich einfach wirklich nicht der Typ dafür bin. Also sowas habe ich echt noch gefeiert. Da haben wir so eine Bayern gegen Dortmund-Box ausgepackt, aber das war es dann, glaube ich, auch. Also nach draußen gehen und vor der Kamera reden, draußen vor Leuten. Ich bin eher ein zurückhaltender Typ, das ist echt nichts für mich und ich, nee, das ist echt nichts für mich. Und es ist auch sehr, sehr anstrengend übrigens. Also auch Respekt an Lukas an der Stelle, dass es macht, aber ich für mich persönlich ist, nein, ich bleib drin und zock lieber. Und so kam der erste Brawl Talk, zu dem in erster Linie von mir dann Content kam. Und ihr seht, der war schon mal ziemlich geil, oder? Also, wir schauen mal hier rein. Cordelius als Brawler eingeführt. Der war zwar legendär. Ne, der war nicht legendär, der war ja chromatisch. Deswegen war der auch so gehypt. Stimmt. Den konnte man auch gut freischalten. Geiler Brawler, bis heute sehr gehypt. Dann auch so viele coole Piraten-Skins. Dann wurde auch Duck eingeführt. Ich finde immer noch dumm, dass der Duck ausgesprochen wird. Viele sagen auch, ich soll einen Dog aussprechen. Aber, also im Brawl Talk haben die einen Duck ausgesprochen. Triggert mich immer noch. So, aber vor allem wurden Startups eingeführt. Auch die täglichen Startups, die man vor allem sammeln kann, sind natürlich sehr entscheidend gewesen. Und das bedeutet natürlich, endlich wieder ein Zufallsfaktor in Brawl Stars. Legendäre Startups natürlich, die bis heute für sehr viel Hype sorgen. Und tatsächlich ist das langfristig gesehen, ohne Witz, die wichtigste Entscheidung oder das wichtigste Feature für Brawl Stars, kann man sagen, dass es zurück in den Hype gebracht hat. Das ist kein Scherz, hat man wirklich auch in den Zahlen gesehen. Und das finde ich schon krass, das ist einfach so ein, dass man so ein Zufallsdrop im Spiel unbedingt braucht, um die Leute so zurückzubringen. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ich mag Startups auch, aber ich spiele Brawl Stars eigentlich jetzt eher einfach, weil ich gerne zocke und jetzt nicht unbedingt, weil ich jetzt unbedingt darauf hoffen muss, jeden Tag was zu ziehen. Aber scheinbar ist es für die Leute einfach sehr entscheidend gewesen, dass man solche Momente, wie eben den legendären Brawler aus dem Startup hat, dass man sich jeden Tag auf diese Jobs einfach freuen kann. Und so ging es für Brawl Stars in die zweimonatige Sommerpause und ich war zum ersten Mal einfach so ziemlich der einzige Brawl Stars YouTuber aus der Szene, von den größeren, die noch übrig geblieben sind. Aber ich habe Bock gehabt, ich war sehr motiviert, ich wusste, ich habe Bock auf Brawl Stars, ich mache das Richtige für mich und die Community hat mich sehr krass supportet. Aber tatsächlich waren wir zu dem Zeitpunkt wieder an einem ziemlichen Tiefpunkt, immer noch von den Zahlen. 80% der Zuschauer der damaligen Halbspitze habe ich immer noch verloren gehabt. Und gleichzeitig war der Sommer natürlich perfekt geeignet für diese Real-Life-Videos, die dann Lukas oder auch Kevin hochgeladen haben. Das heißt, ich musste gleichzeitig sehen, wie die natürlich den unfassbaren Hype haben und meine Zahlen weiterhin unten waren. Aber ich muss ehrlich sagen, das war für mich eigentlich okay. Ich wusste, sie müssen auf jeden Fall auch deutlich mehr Arbeit und Zeit in ihre Videos stecken. Real-Life-Videos sind nämlich wirklich übrigens sehr, sehr zeitaufwendig. Und ja, ich hatte halt einfach Bock auf Brawl Stars. Dann habe mich entschieden, komm, ich mache, worauf ich Bock habe. Und ich habe mich wirklich entscheiden müssen, ob ich mich jetzt zu den Real-Life-Videos zwingen soll oder eben lieber Brawl Stars machen soll, worauf ich mehr Bock habe. Aber damit natürlich riskiere, dass mein Job vielleicht auch bald zu Ende ist oder ich halt, keine Ahnung, nicht genug verdiene oder zumindest auch viel weniger verdiene. Doch damit ging es zurück aus der Sommerpause für Brawl Stars. Im September 2023 wird der nächste Brawl Talk angekündigt und der Support von euch in der Zeit war einfach nur unglaublich. Also wirklich alle haben sich einfach gefreut, als ich halt so ziemlich überhaupt halt noch jemand bin, der halt Brawl Stars Videos macht. Ja. Danke. Pearl kam als neuer Brawler raus, ist schon mal ganz geil, konnte Cookies schießen, war auch sehr stark. Vor allem kam Chuck raus. Chuck natürlich sehr, sehr geil, vor allem mit dieser Fahrfähigkeit. Power Level 12 wurde nicht eingeführt und das finde ich so krass. Ich meine, ihr müsst überlegen, es ist schon über 2 Jahre her, dass das letzte Mal ein Power Level rauskam. Stattdessen wurden eigentlich die Unterschiede zwischen Power Level 1 zu Power Level 11 verdoppelt. Das heißt, es ist natürlich einfach wichtiger geworden, seine Brawler zu leveln, aber wenn man Power 11 war, konnte man happy sein. Dann hat sich halt weiterhin nichts geändert und dann konnte halt weiterhin gut eben Max bleiben. Auch das finde ich eine sehr wichtige Entscheidung. Ich hoffe, wir kriegen dieses Jahr nicht Power Level 12, aber es kann sein. Aber Hauptsache, es werden nicht wieder 2 Power Level und vielleicht noch Gears auf einmal. Und vielleicht kriegt man auch irgendwie mehr Ressourcen, dass es einfach natürlich weiterhin fair bleibt. Vor allem wurden dann Hyperchargers eingeführt stattdessen.
Und hier gerade was überraschend, dass auch Power Level 12 nicht kam. Auch hier wirklich super Entscheidung von Brawl Stars Team. Gleichzeitig in Clash Royale ging es nämlich, glaube ich, gleich 2 Level sogar höher insgesamt in der Zeit, in den letzten 2 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, weil natürlich verdient Brawl Stars auch viel mehr Geld mit den höheren Power Leveln, aber haben sie nicht gemacht. Stattdessen auch noch einen geilen Hypercharge eingefügt, den man auch sogar Free-to-Play kaufen konnte für 5000 Münzen. Also wirklich, ich sag ehrlich, ich bin sehr großer Fan von den Brawl Stars Entscheidungen, muss ich wirklich, wirklich sagen. Super Job vom gesamten Team einfach. Und hier auch wieder neue Fähigkeiten für jeden Brawler. Einzige Kritik, die waren am Anfang noch nicht, also die ersten Hypercharges, die jetzt hier eingeführt waren, waren jetzt noch nicht so special, ne? Weil zum Beispiel, keine Ahnung, bei Cold war dann die Ult halt ein bisschen breiter, glaube ich. Ja, dann auch so Events, zum ersten Mal Events mit kostenlosen legendären Stardrop, doppelten Stardrops und vieles mehr. Das finde ich bis heute, die machen ja auch viele Events seitdem, finde ich super wichtig nochmal. Einfach so geile Events mit geilen Gratisbelohnungen, die immer wieder für Hypes sorgen, auf die sich die Spieler auch freuen können. Wirklich geil. Und auch ganz transparent wieder genau aufgezeigt, was Brawl Stars in Zukunft plant. Finde ich auch wieder wichtig und auch so toll, muss ich sagen, was das Brawl Stars Team macht, dass man jetzt genau immer weiß, was wann kommt. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es andere Spiele machen, aber ich habe es zumindest so transparent und so geil, wie die es jetzt machen, noch nicht gesehen. Ich bin wirklich ein großer Fan davon, aber ich sage ja auch, wenn mir was nicht passt, natürlich. Ey, und nicht zu vergessen, auch noch ein gratis Hypercharge mit der Hypercharge Challenge. Darf man auch nicht vergessen. Einfach noch on top, obwohl man die eh schon mit Münzen kaufen kann. Also zusammenfassend eine ganze Menge geiler Änderungen. Vor allem die Basis von dem Ganzen nicht vergessen, sind auch die Stardrops, die auch rausgekommen sind im Sommer. Und die Zahlen im Sommer sind nicht krass zumindest eingebrochen. Nur ein bisschen sind sie gesunken. Und jetzt sind wir zum ersten Mal wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Eigentlich so ziemlich, wirklich, kann man sagen. Ich würde fast behaupten, so seit Entfernung der Boxen. Oder eigentlich schon davor. Seitdem sie sich entschieden haben, die Gears zu überarbeiten und Star Pause und Gadgets kaufbar zu machen. Ab dort eigentlich, ja, merkt ihr, ne, eine ganze Menge richtig gemacht. Charlie kommt raus als neuer Brawler. Und ich muss an der Stelle natürlich sagen, für mich war das Ganze natürlich unglaublich, weil natürlich die, also Lukas und Kevin natürlich vor allem, oder auch Pookie vielleicht. Pookie hat Pokémon Go gebracht und Lukas und Kevin lief ja, ihre Real-Life-Videos liefen ja unglaublich. Also für mich natürlich krass, weil ich weiterhin eben der Einzige war, der einfach Brawl Stars Videos bringen konnte und die ganzen Updates gezeigt hat. Das ist für mich so eine geile, also danke Supercell nochmal an der Stelle, dass ich da wirklich das Vertrauen habe. So, weitere Hypercharges kamen raus, zum Beispiel auch für Rosa oder Lou oder viele andere Brawler, also auch immer irgendwas, auf das man sich krass freuen konnte. Vor allem auch geile Fähigkeiten hier, der Stun auch von Lou, also ähnlich so ein bisschen wie die Einführung der Gadgets oder auch die Colette-Fähigkeit. Dann noch on top Brawloween mit den ganzen geilen Skins. Brawloween-Update einfach noch so dazu bekommen, was ja sowieso immer ein gehyptes Update ist mit geilen Skins und so weiter. Der Clubshop wurde entfernt. Stimmt, der Clubshop wurde entfernt. Aber dafür wurde das Megaschwein eingeführt. Ehrliche Meinung zum Megaschwein? Ich glaube, sie müssten die Belohnung noch verbessern, weil insgesamt sind die Belohnungen, glaube ich, etwas schlechter als die alten Clubbelohnungen. Aber dafür bekommen wir ja mehr Stardrops. Ne? Das heißt, praktisch wurden die weniger Clubbelohnungen durch Stardrops ersetzt. Das finde ich eigentlich gut insgesamt. Also man sieht insgesamt halt immer mehr Stardrops jetzt einfach. Denn auch im Megaschwein sind ja nochmal Stardrops enthalten. Also wenn sie noch mehr Belohnungen einführen, vielleicht noch einen garantierten legendären Stardrop im Megaschwein, wäre eine Idee, die ich jetzt spontan hätte oder so. Oder vielleicht allgemein mehr sichere Belohnung für Club, wäre ich zufrieden auf jeden Fall. Aber auch so ist es geil. Ach so, nicht zu vergessen, einfach noch hier noch on top ganz viele gratis Startups oben drauf gehauen einfach. Und dann dazu noch diese ganzen Events, die sie auch immer wieder aktuell haben. Also ich glaube, die Belohnung haben sie insgesamt trotzdem krass verbessert. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Zahlen schon fast wieder verdoppelt gehabt. Insgesamt sind zwar immer noch 80% weniger als bei der Hype-Spitze, aber die Zahlen gehen jetzt wieder gut nach oben, ne? Also von 10% wieder auf 20% des Hypes. Und jetzt kommt tatsächlich aber ein sehr, sehr umstrittenes Update. Denn wie ihr, was wir sehen, ist ja die chromatische Seltenheit, die verabschiedet wird. Also das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, ab jetzt, wisst ihr ja, gibt es keine chromatischen Brawler mehr, weil es eben auch immer, immer mehr chromatische Brawler wurden, die alle ja irgendwann so selten waren wie ein epischer Brawler und es einfach zu viel wurden. Deswegen sage ich ehrlich, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entscheidung, die chromatischen Brawler zu entfernen. Macht es auch übersichtlicher und ich finde es, wie gesagt, sinnvoll. Dazu natürlich auch wieder ordentlich Hype mit den ganzen Belohnungen. Aber gleichzeitig die große Ankündigung, dass der Brawl Pass ab jetzt Geld kosten wird und keine Juwelen mehr. Und das ist natürlich bis heute sehr umstritten. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, natürlich will keiner, dass irgendwas Geld kostet. Ne? Das ist logisch. Aber was auch öffentlich ist, ist natürlich, dass die Umsatzzahlen von Clash of Clans und Clash Royale deutlich höher sind. Am Ende ist Supercell natürlich eine Firma, die auch darauf achten muss, wie viel Umsätze die einzelnen Games machen. Und es ist ja auch öffentlich, soweit ich weiß. Ich habe auch irgendwie Artikel mal gesucht. Clash of Clans und Clash Royale machen auf jeden Fall ein Vielfaches von dem, was Brawl Stars an Umsatz macht. Ey, ich habe jetzt ohne Witz sogar gerade die Umsätze sogar gefunden. Passt auf. Das war der Umsatz
Umsatz der Spiele von Supercell im August 2023. Jetzt wird's spannend. Platz 5 Boom Beach, es ist uninteressant. Platz 4 Heyday. Junge, und Heyday hat aber fast schon so viel Umsatz gemacht wie Brawl Stars. Wahrscheinlich, weil sehr, sehr viele Ältere, vielleicht Eltern oder Mütter vielleicht auch spielen, habe ich schon öfters gehört. Und das ist halt wirklich krass. Denn am Ende ist Supercell natürlich eine Firma und natürlich müssen sie auch schauen, wo sie ihre ganzen Millionen, ne? Also es sind ja Millionen Dollar, ist ja crazy, weil Entwicklung natürlich auch teuer ist, am Ende reinstecken. Das heißt, wenn Brawl Stars wenig Umsatz macht, kriegt es auch weniger für die Entwicklung und kann natürlich auch weniger Updates rausbringen. Wir sehen zum Beispiel Clash Royale einfach mit dem fast dem dreifachen Umsatz und Clash of Clans im Vergleich zu Clash Royale einfach mit dem über dem vierfachen Umsatz von Brawl Stars zu diesem Zeitpunkt. Was? Krank. Und deswegen verteidige ich bis heute auch diese Brawl Pass Änderung, weil aus meiner Sicht, wenn wir dann damit natürlich deutlich, deutlich bessere und geilere Updates bekommen, weil viel mehr Geld auch in die Entwicklung gesteckt werden kann, ist das einfach ein absoluter Win für alle Spieler. Muss man doch einfach so sagen, oder? Und dazu haben sie es vor allem richtig gut vermarktet bekommen, denn tatsächlich bekommen weiterhin Spieler, die kein Geld ausgeben, trotzdem mehr Belohnung als vorher. Das ist halt krass. Sie haben den Brawl Pass so viel besser gemacht und einen Haufen noch an Stardrops in den Brawl Pass reingepackt. Am Ende auch einen garantierten legendären Stardrop in den Gratis-Teil, also noch mehr Stardrops, die ja sowieso schon sehr beliebt waren für alle Spieler. Also ihr merkt schon, da steckt schon wieder so viel hinten dran, was sie einfach richtig gemacht haben, oder? Und das Ganze haben sie dazu auch noch in diesem Brawl Talk offiziell angekündigt. Das ist so schlau gewesen. In diesem Brawl Talk, in dem alles mögliche gratis ist, nämlich im Dezember Brawl Talk. 5 vs. 5 wird angekündigt. Okay, beginnen wir von vorne. Erstmal Miku. Miku wird als gratis Brawler angekündigt. Wieder ein gratis Brawler. So schlau auch einfach mal wieder einen gratis Brawler rauszubringen. Mit absolut geilen Fähigkeiten, der sehr gehypt ist. Also das ist natürlich erstmal super wichtig. Dazu packen sie einfach noch einen unfassbar geilen Cold Skin auch noch gratis rein, also die krassesten Gratis-Geschenke, die wir jemals hatten. Dazu unfassbar geile Hyper-Charges für wieder 6 mögliche oder alle möglichen Brawler halt, ne? Crazy. 5 vs. 5 wirklich nicht unterschätzen. 5 vs. 5 einfach so wichtig nochmal. Endlich wieder einen richtig geilen weiteren Spielmodus, kann man ja sagen. Okay, ist kein Modus, aber eine weitere Möglichkeit, Brawl Stars zu spielen. Man kann jetzt auch gleichzeitig eben mit 4 Freunden zum Beispiel im Team spielen. Und ich würde echt nicht unterschätzen, was das auch noch für eine Auswirkung langfristig auf das Spiel hat, dass wir auch 5 vs. 5 haben. Ich hoffe, wir kriegen weitere geile Spielmodi auch auf Dauer. Oder weitere Möglichkeiten. Was ich mir weiterhin wünschen würde, zum Beispiel, kannst du mal gerade sagen, wäre mal Showdown mit mehr Spielern. Sagen wir 30, ich weiß, ist wahrscheinlich schwierig, wahrscheinlich wegen den Servern, schätze ich vor allem, aber Showdown mit 30 Spielern zum Beispiel in einer Lobby. Also ähnlich wie Fortnite, da haben wir ja 100 Spieler zum Vergleich. Das würde so viel Hype bringen. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich irgendwie vom Programmieren schwierig umzusetzen. Aber es wäre so, also das würde für den anderen Hype sorgen, bin ich mir ganz sicher. Okay, weiter geht's. Kit kam als legendärer Brawler raus. Das Ding ist, Kit, legendär ist halt immer schwierig, wie gesagt. Ne? Der Brawler an sich ist geil, aber legendär immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich schwierig ist, freizuschalten. Dann auch ganz coole Cartoon-Skins. Ich glaube, gerade die hier kamen bei manchen sehr gut an. Und dazu auch noch Larry und Lowy. Auch noch ein dritter Brawler angekündigt, mit dem Bot zusammen. Was soll man sagen? Also, was ein heftiger Brawl Talk. Und ich war halt der Einzige in Deutschland, wie gesagt, der Einzige der größeren YouTuber halt in Deutschland, die natürlich auch einen Entwickler-Account-Zugang hatten, der das Ganze jetzt einfach zeigen durfte. Es ist für mich natürlich, ich war begeistert. Und aus dem Nichts sind meine Zuschauerzahlen wieder explodiert. Ich weiß nicht, woher die Zuschauer kamen. Wahrscheinlich auch viele alte Zuschauer, die nach den Update-Videos gesucht haben. Auch viele alte Zuschauer. Und ihr seht schon, übrigens danke auch an Danny. Ich durfte ihr übrigens auch unter anderem dann mit meiner Freundin auch die Update-Videos aufnehmen. Ne? Oder auch, aber Grüße auch an die anderen raus. Zum Beispiel Sunny River ist mir jetzt auch gerade eingefallen, mit denen ich dann auch aufgenommen habe. Ne? Das ist natürlich auch Leute hatte, mit denen ich aufnehmen konnte. War gar nicht mal so einfach. Also es gab dann zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, erstmal gar keinen, der noch einen Entwickler-Account hatte, noch aktiv gespielt hat, außer mir. Auf jeden Fall, Fakt ist, zu diesem Zeitpunkt war ich ungefähr wieder auf der Halbspitze. Also von 10% innerhalb von einem Jahr wieder auf 100% meiner Zuschauerzahlen, die ich erreicht hatte, jemals. Also bei, ich glaube, 10 oder 11 Millionen Views sogar, also fast Spitze. Dazu auch nicht zu unterschätzen ist auch dieses Event mit der Kamera in der Lobby, ne, bei dem man einfach an die Starpark-Geschichte live reingezogen wurde. Ich weiß nicht, wo sie das alles hergenommen haben, aber das sind halt so viele Sachen, die dann übereinander, keine Ahnung, gleichzeitig passiert sind. Auch dann die ganzen Events mit den kostenlosen Startups wieder oder irgendwelchen Meilensteinen, die wir erreichen müssen. Ja, auch jetzt gerade läuft ja wieder ein Event. Es ist so krass, wie viel gerade einfach passiert oder was sie alles machen. Und am meisten unterschätzt immer noch die Einführung der Siegesserien. Unfassbar. Natürlich gerade für mich als YouTuber. Man kann viel schneller pushen.
Man kann viel schneller pushen und man kann vor allem auch leichter pushen. Also Rang 25er, Rang 30er, aber vor allem auch Rang 35er sind jetzt viel einfacher und viel besser möglich. Und trotzdem immer noch schwierig genug, dass sie vielleicht, keine Ahnung, nicht mal 100 Leute in Deutschland schaffen mit den neuen Brawlern. Und für mich als YouTuber natürlich eine super gute Möglichkeit. Ich kann jetzt gar nicht alles in diesem Video ansprechen, was in den letzten 2-3 Monaten an Videos gekommen ist oder was wir gemacht haben. Unter anderem Larry und Lowey auf Rang 35 gepusht. Hyber mit den 100.000 Trophäen gegen Physik oder auch das 1 gegen 1, was wir gegen die gemacht haben. Auch die geilen Sachen auf dem China-Account zum Beispiel mit den ganzen Boxen, die da auch irgendwie 107 verbleibende Gegenstände hatten. All das habe ich immer versucht, direkt rauszufinden. Ich habe jeden Tag nach den besten Videoideen gesucht, habe insgesamt 60 Videos für euch im Dezember hochgeladen und tatsächlich, obwohl wir im Januar nur noch die Hälfte an Videos hatten, und zwar 30, habe ich zum ersten Mal 15 Millionen Aufrufe in einem einzigen Monat geknackt. Das heißt etwa 50% mehr als damals 2021 in der absoluten Halbspitze. Und das ist einfach nur unglaublich, muss man wirklich sagen. An diesem Punkt sind wir gerade und das, obwohl das letzte Update tatsächlich 2 Monate her ist. Das nächste Event mit Gratisgeschenken läuft schon wieder gerade und der nächste Brawl Talk sollte ja schon wieder Ende des Monats kommen. Und ich gehe stark davon aus, wenn er jetzt nicht total schlecht wird, der Brawl Talk, davon ist ja nicht auszugehen, dass wir noch weitere Spitzen, vor allem auf diesem Kanal, aber auch in Brawl Stars erleben dürfen. Und darauf bin ich sehr gespannt und werde natürlich sehr darauf achten, dieses Mal mich nicht zu überanstrengen, dass ich auch schön für euch weiter regelmäßig die Videos bringen kann. Und damit ist auch mein Ziel dieses Jahr, die 1 Million Abonnenten in Brawl Stars zu erreichen und, was wir auch nicht vergessen wollen, ich spende meine kompletten Mitgliedereinnahmen und auch Spenden von euch an Charity. Und damit will ich auch, ich kann es jetzt mal nennen, ich will eigentlich mindestens 10.000 Euro in diesem Jahr auch für Charity sammeln. Wir sammeln für die Deutsche Krebshilfe, die sich gegen Krebs einsetzt und die Krebsforschung unterstützt. Dann zum anderen den WWF, der seit 60 Jahren für Naturschutz auf der ganzen Welt kämpft. Und auch die Welthungerhilfe, die Katastrophenschutz oder Katastrophengebiete auf der ganzen Welt unterstützt mit ihren Projekten. Und dort unterstützen wir auch direkt ein Projekt in Afrika. Das heißt für euch täglich die besten Brawl Stars Videos rauszuhauen und nebenbei mit eurer Hilfe eine Menge Gutes zu erreichen und natürlich auch vielleicht den einen oder anderen auch dafür überzeugen zu können, was man so zusammen als Community alles erreichen kann. Das ist so mein Ziel. Ihr merkt, ich habe eine Menge Hintergrundgedanken und mache meine Sachen sehr bewusst, mit sehr viel Plan aktuell. Ja, steckt eine ganze Menge hinten dran. Das alles ist nur dank eurer Hilfe möglich. Also hoffe ich einfach, dass ich dieses Mal nicht so dumm bin, mich überarbeite und einfach dranbleibe und auch den Spaß an Brawl Stars behalte. Und wenn es nicht so ist, dann werde ich euch Bescheid sagen. Aber aktuell ist es sehr geil und ich würde sagen, wir nehmen den Hype mit. Ich bin gespannt, wie hoch es noch geht. Danke für euren Support. Haut rein und das war's. Gerne eure Meinung in die Kommentare oder was auch immer. Danke, dass ihr das Ganze natürlich auch möglich macht, dass ich auch immer noch Brawl Stars hauptberuflich machen kann. War ein sehr langes Video. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.